Check it, every day we getting it. Ayy, ayy, check it, put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shake. Hello, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück in einem neuen Lumelu-Vlog. Wir haben heute Samstag und es ist 11.15 Uhr ungefähr und wir sind auch schon wieder auf den Sprung, denn wir haben heute spontan entschlossen, weil so ekliges Batschwetter draußen ist, dass wir nach Erlangen fahren, in die Arkaden, ein bisschen shoppen. Mein Weihnachtsgeld ist auf dem Konto, es muss ja unter die Leute. Nee, wir wollen einfach ein bisschen rumschnuseln und ich möchte mir noch ein bisschen Weihnachtsdeko kaufen, weil meine Weihnachtsdeko, die ich habe, ist schon echt alt und genau, da möchte ich einfach ein paar neue Teilchen haben und wenn ich dann noch Muse habe, werde ich vielleicht das Haus schon ein bisschen weihnachtlich dekorieren, denn nächste Woche ist ja schon der erste Advent. Was? Papa. Aha. Schau mal, da kommt schon der Hauptdarsteller vom Video. Hallo. Haha. Was hast du da? Handy. Ein Spielzeug-Handy. Spielzeug-Handy. Von wem hast du das? Lola. Nein, das hast du von der Anna. Anna. Mhm. Kette aus dem Mund. Warte, ich helfe dir. Luna hat heute zwei Zöpfchen und sie lässt sie auch noch drinnen. Ich hoffe, das wird so bleiben. Naja, wie gesagt, wir fahren jetzt in die Arkaden. Ich nehme die Kamera mal mit. Mal schauen, ob ich was Schönes filmen für euch kann. Das war jetzt kein Deutsch. Ob ich was Schönes für euch filmen kann? Naja, ihr wisst schon. Alles, was heute passiert, seht ihr natürlich wieder in diesem Löckchen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Tschüss. Der Anna. Die Kette von der Anna. Eis. Ein Eis? Und ist das fein? Schlafen ein bisschen. Was ist denn du schon wieder? Immer wenn du im Bild bist, hast du was zu futteln. Im Depot gibt es kostenlos Popcorn. Da hat Luna jetzt natürlich so eine kleine Tüte abgestaubt. Was ist da? Lauter Weihnachtsdeko, ne? Ganz schön cool, oder? Das ist aber ein hoher Bordstein. Ciao, Leute. Es ist jetzt 17.11 Uhr und wir fahren gerade wieder nach Hause. Also wir sind gerade noch in Erlangen. Absolutes Chaos. Ich glaube, heute waren einfach alle wegen dem Wetter in den Arkaden. Wir haben auch in den Arkaden keinen Parkplatz bekommen. Wir haben unterm Kino in dem Parkhaus geparkt. Wer von hierher kommt, weiß, was ich meine. Oder ist es vielleicht auch noch der Grund gewesen, oder, dass viele gedacht haben, wegen dem Black Friday. Friday können sie heute auch noch coole Sachen ergattern. Und stimmt, man hätte auch coole Sachen ergattern können, aber manchmal waren die, oder jetzt ganz oft, waren die Sachen in meiner Größe einfach nicht da. Der Flo hat wieder ein paar coole Schnapper gemacht, aber ich habe gar nicht so coole Sachen gesehen. Allerdings bestellen wir jetzt noch ein bisschen was. Bei Hunkemöller habe ich was Schönes gesehen und es gefällt auch diesem Adrettenherrn hier am Steuer sehr gut. Deine Geduld war auch am Ende. Stimmt. Meine Geduld war am Ende, weil ich irgendwie gedacht habe, so, wir haben ein bisschen wenig jetzt auf der Kamera für euch. Weil in den Arkaden zu vloggen ist schon ein bisschen blöd, ne, wegen den Leuten. Flo hat im H&M ein Bild von mir gemacht, weil ich so einen affigen Haarreif auf hatte. Da kam gleich der Bedienstete und meint eben, aber nicht verwenden, wenn Leute im Hintergrund sind, ne? Ist recht am eigenen Bild. Da habe ich ihn aber gleich schön zurechtgestutzt, freundlich wie ich bin, habe ich ihn darauf hingewiesen, dass es so kann man das auch nicht pauschalisieren, denn es kommt immer darauf an, was derjenige in dem Moment fokussiert, wenn er ein Bild macht. Also wenn der Flo ein Bild von mir macht und im Hintergrund läuft dann jemand durch, ist es rechtlich wieder eine andere Sache. Genau, und dann haben wir uns noch über eine Thalia-Verkäuferin total geärgert. Luna hat ein Eis bekommen und war dann fertig mit ihrem Eis. Und wir waren halt im Thalia und ich wollte da auch so einen Terminkalender für 2018 kaufen. Und dann sagte Flo so, ach schau, da ist ein Mülleimer, da können wir das Eis, das leere Eis, Papptütchen da oder Plastik, was Becher. Ist das? Becher.
wegschmeißen. Und du sagst, ach schau, da ist ein Müll, da können wir es wegschmeißen und dann schmeißen wir es halt weg. Und gut, kleiner Fehler vielleicht auch von uns, wir haben nicht gesehen, dass da mit so einem kleinen Marker drauf stand, Plastikmüll. Nee, andersrum. Der Becher bestand aus einem Plastiklöffel und das war kein Papierbecher, das war ein Pappbecher mit einer Kunststoffbeschichtung. Und umweltbewusst wie ich bin, schmeiße ich den Plastiklöffel mit diesem plastikbeschichteten Pappbecher in den Plastikmüll. Ja, und dann hat er die Verkäuferin von Thalia uns gleich gerügt. Das war aber so, das war jetzt unser Plastikmüll. Und dann hat der Flo gesagt, was hast du denn gesagt? Ach so, wenn das so ist, dann lang ich natürlich noch mal rein und hole ihn wieder raus oder irgendwie so, gell? Hab ich auch, ja. Und der Flo hat es dann wieder rausgeholt. Und dann habe ich aber auch meinen Kalender hingelegt und wir sind aus dem Thalia raus. Also falls hier irgendwelche Mitarbeiter von Thalia sind, die Dame hat an der Information gearbeitet am Samstag, den 25.11. Nee, ich finde einfach, es geht nicht. Also in dem Ton, wie die das gesagt hat, hätte man... Und ich meine, what the fuck, lass es doch einfach in diesem scheiß Abfalleimer drinnen, ja? Aber naja, wir mussten es dann, oder Flo hat es dann halt wieder rausgeholt, aber wir sind dann gegangen. Und wir haben uns jetzt im Nachhinein noch so über diese Tussi geärgert, dass wir eigentlich zurückgehen wollten und wollten uns die Filialleitung geben lassen. Denn wenn die Lumeluwu-Bande angestänkert wird, grundlos, dann stänkern wir nämlich zurück. Aber da könnt ihr wissen, dreifach so schlimm, wie wir angestänkert worden sind. Ne? Also, don't mess with us. Da zieht er bestimmt immer den Kürzeren, ihr lieben Leute. Ja. Gott, jetzt bin ich wieder der Unsympath der Woche wahrscheinlich, ne? Wegen diesen Sprüchen hier. Naja, auf jeden Fall war es trotzdem sehr schön und wir haben auch ganz lustige Sachen gekauft. Und ich vermute mal, dass Luna jetzt vielleicht auf der Heimfahrt einschlafen wird, weil die hat natürlich 0, nada geschlafen. Aber sie war eigentlich sehr brav, ne? Wir haben sie auch ein bisschen immer springen lassen, also die musste jetzt nicht immer die ganze Zeit drinnen sitzen. Und Flo finde ich auch süß, der folgt mit einer Engelsgeduld der Luna durch den ganzen Saturn. Da wäre ich schon wieder 5 Panikattacken später kurz vorm Herzinfarkt gewesen. Naja gut, jetzt fahren wir mal nach Hause und dann melden wir uns von dort wieder. Eigentlich müssen wir noch was Warmes kochen, uns alle drei. Dann wollen wir unbedingt noch euch zeigen, wir dürfen nämlich mit Luna zusammen auch die Spielzeugkiste testen. Das finde ich voll cool, da wollte ich euch noch was drüber erzählen. Und dann wollen wir mit Luna noch ein bisschen Fische angeln spielen. Das haben wir die Woche irgendwann schon mal mit ihr gespielt und das hat ihr voll Spaß gemacht. Und wir freuen uns auch ultra, dass wir das jetzt 3 Monate testen können. Na Schatz? Das ist 3 Monate lang Abwechslung für Luna und wir haben das Spielzeug nicht daheim rumfliegen. Aber wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal nach Hause und ach so, wir müssen noch zu Rossmann schnell anhalten, gell? Wir brauchen Windeln für die Luna und Waschmittel, sonst kann ich nicht waschen und du willst dir noch Nachos holen. Ja. Ja, genau. Also wir melden uns auf jeden Fall später nochmal bei euch. Sind zu Hause, kurz vor 6. Wir waren ja noch schnell bei Rossmann, Windeln holen und Waschmittel habe ich noch gebraucht. Und jetzt habe ich so ultra Durst. Jetzt muss ich erstmal was süffeln. Eine schöne Spezischorle werde ich mir jetzt machen. Mhm. Und wir haben jetzt dann auch im Auto beschlossen, dass wir... Oh, Schatz, mach mal auf, bitte. Ich bin zu schwach mit einer Hand. Dass wir Luna eine Pfannkuchensuppe machen und uns dann später einfach nur eine Fertigpizza und so, weil es ist jetzt alles schon so ultra spät und keiner von uns hat jetzt auch noch Bock irgendwie zu kochen. Von daher machen wir dann später erst. Luna hat natürlich jetzt im Auto Powernapping gemacht. Warte. So. Alle Tiere rein. Hey, schau, wer ist denn das? Ute. Oma Ute, ich dachte, das ist der Philipp, war die. Nee, der Philipp. Ich habe mich jetzt auch schon in mein Kuschel-Outfit geschmissen. Und wir haben jetzt noch mal eine Planänderung gemacht. Wir haben ja noch die Kartoffeln von dem HelloFresh-Essen von gestern. Das machen wir jetzt Luna warm. Die haben ihr nämlich gestern total gut geschmeckt. Und das ist schon noch ein gutes Schüsselchen Kartoffeln. Und geben ihr dann einfach noch Wienerle dazu. Die machen wir ihr noch warm. Ne, Wienerle mit Kartoffeln später essen? Ja? Ja, mal so die Halsmummel weg. Wo warst denn du jetzt mit der Mama und mit dem Papa? Shoppen. Auch rein. Ja, wir haben uns teilweise so coole Sachen gekauft.
gerade eben für Weihnachten. Hey, was machst du? Und zeige ich euch aber. Au! Au! Oh, oh. Hey, mach meine Deko nicht gleich kaputt, Schatz. Ja, ein Auer gemacht. Pust mal. Pusten? Trösten? Und Pflaster drauf. So, wer fängt an? Die kleinste Maus. Du musst würfeln. Ja. Würfel mal. Würfeln? Ja, würfel mal. Wie würfelt man denn? So. Jawohl. Rot. Rot. Jetzt musst du den roten Fisch an. Wo ist der rote? Ah. Falsch. Falsch. Probier's nochmal. Wo ist denn der rote Fisch? Schau mal die Farbe. Wo ist die Farbe hier drinnen? Der rote. Hey, prima! Ja. Super! Und raus. So. Und jetzt, so. Mama ist dran. Mama dran, ja. Mama dran. Ich zock euch ab. Grün. Grün. Gefangen. Jetzt wirft ihn. Gelb. Wo ist der gelbe Fisch? Wo ist der gelbe? Da. Ja, jawohl. Super. Ey, klasse. Super. Und jetzt darf man das gelbe einpuzzeln. Hier, das gelbe. Nein, nein. Das da. Wo ist denn das, wo die gelbe da Ende? Und die muss jetzt da rein. Da. Nein. Da. Jawohl. Super. Quack, quack. Quack, quack. So, Mama ist dran. So süß das Spiel. Also das ist ein Spiel, das eben auch mit in der Spielzeugkiste war. Fische angeln heißt es. Und das ist ab 2+. Flo spielt jetzt noch mit Luna eine Runde, weil sie jetzt total gefallen hat. Und die anderen zwei Spiele, die ich ausgesucht habe von der Spielzeugkiste, zeige ich euch jetzt auch mal. Zum einen ist es die Fädelraupe. Also es ist auch so ein Spiel, da würfelt man und dann muss man eben die entsprechend gewürfelte Farbe auf so eine Schnur auffädeln. Und ich meine, dass Luna auch so ein ähnliches Spiel in der Krippe hat und auch total gerne spielt. Und dann habe ich sie jetzt einfach mal ausgeliehen quasi. Dann eben das Fischeangeln, was sie jetzt gerade gesehen hat. Das ist ja ultra putzig, also das gefällt mir sogar total gut. Und dann habe ich noch eine Bilderstraße. Also es ist quasi auch so eine... ja, Förderung von sprachlich und halt auch von der Wahrnehmung. Also da muss sie dann halt quasi finden, wo ist dann die zweite Hälfte von dem Regenschirm und so. Genau. Und die drei Sachen habe ich hier ausgesucht. Und bei Spielzeugkiste ist es eben so, also wir haben jetzt auch gerade nochmal auf der Autofahrt von Erlangen heim, sind wir irgendwie draufgekommen und hatten es nochmal drüber. Ist echt eine mega coole Idee. Zum einen wisst ihr es ja selber, die Kinder wollen oft was haben, unbedingt, unbedingt, kriege ich jetzt auch bei Fabi ab und zu mit und dann bekommen sie es und dann ist es vielleicht, sagen wir mal, hochgegriffen, einen Monat interessant und dann liegt es in der Ecke rum, was natürlich ultra schade ist, gerade bei den Sachen, die einfach mehr kosten. Und auch bei Spielen finde ich es echt schwierig, weil die Spiele schon auch irgendwann langweilig werden. Also ich weiß, dass Luna jetzt hundertprozentig dieses Fischeangeln jeden Tag mit uns spielen will. Und das machen wir ja auch mit ihr. Aber irgendwann ist es dann von jetzt auf gleich vorbei. Und dann habe ich so ein Fischeangeln daheim rumliegen. Ja, und die Spielzeugkiste ist eben ja wie so ein Abo, das ihr abschließt. Oder ihr zahlt da quasi ja wie so ein Mitgliedsbeitrag. Und könnt euch dann immer drei verschiedene Spielzeuge aussuchen. Die werden euch dann zugeschickt. Ihr dürft damit spielen, solange ihr wollt, ob das jetzt eine Woche ist oder ein Monat oder noch länger. Und wenn es dann wieder uninteressant für eure Kids ist, packt ihr die Sachen einfach wieder ein und schickt sie wieder an Spielzeugkiste. Könnt euch aber dann im Austausch wieder was Neues aussuchen. Also es ist wie so ein Ping-Pong. Ihr bekommt Spielzeuge, dürft mit denen spielen, sind sie uninteressant oder ihr merkt auch, okay, da habe ich mich vielleicht vergriffen, das findet mein Kind eigentlich gar nicht toll. Dann packt ihr es einfach wieder ein und retourniert es wieder. Ein kostenloser Versand, ein kostenloser Rückversand.
ihr braucht doch keine Angst haben, wenn da dann doch mal irgendwas passiert oder so. Also ihr habt da keine Kosten, die auf euch zukommen, wenn eure kleinen Schnuffis die Sachen mal kaputt machen oder irgendwas zu Bruch geht. Und wenn jetzt Sachen dabei sind, die euren kleinen Schnuffis so gut gefallen, dass man sich nimmer davon trennen kann, dann könnt ihr auch sogar mit einem rabattierten Preis, also ihr zahlt dann nicht den regulären Preis wie im Laden, sondern so einen günstigeren Preis mit Spielzeugkiste ausmachen, dass ihr die Sachen einfach abkauft. Und das finde ich einfach eine ultra coole Idee. Ja, zum einen, dass daheim auch nicht so viel rumfliegt, eignet sich ultra gut auch für Leute, die in kleineren Wohnungen wohnen, ja. Finde ich eine echt coole Sache. Ist auch was Cooles für ja, Eltern, die sich vielleicht auch nicht so teure Spielzeuge leisten können. Also es gibt so verschiedene Kategorien an Boxen, die man dann auch auswählen kann. Und eben auch das Alter gibt man dann an. Schaut mal auf der Seite von Spielzeugkiste vorbei. Ihr könnt auch immer die neuesten Spielzeuge testen. Das finde ich eben auch cool. Aber es ist eben auch für Eltern geeignet, die ein bisschen einen kleineren Geldbeutel haben und trotzdem ihre Kids dann mit coolen Spielsachen spielen können, weil sie halt nur diesen Monatsbeitrag bezahlen müssen und nicht den vollen Preis von dem Spielzeug. Ich wurde gefragt, ob ich die Spielzeugkiste zusammen mit Flo und Luna testen möchte. Und das machen wir auch. Allerdings glaube ich schon, dass Flo und ich auch nach dem ja, 3 Monats kostenlosen Abo weiterhin bei der Spielzeugkiste bleiben, denn bei uns ist es nämlich auch so, wir haben echt wenig Platz und auch ehrlich gesagt wenig Bock, alles immer aufzuheben, was Luna gekauft wird oder was auch wir für sie kaufen. Und ja, vom Stauraum her geht's jetzt noch, aber kommt mal ein zweites Kind, ist es bei uns dann auch immer ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich einfach, ja, auch also diese Idee, die dahinter steckt, finde ich halt schon wieder mega cool. Ich wäre natürlich keine Lumelu, hätte ich nicht in diesem Video jetzt auch wieder einen Gutscheincode für euch. Und der Gutscheincode haut euch wirklich von den Socken, weil ich habe auch gedacht, wow, das ist ja mega. Also ihr könnt die Spielzeugkiste mit meinem Code 1 Monat lang kostenlos testen. Also wenn ihr es nicht möchtet, dass es dann einfach in ein normales Abo weiterläuft, wenn ihr es wirklich nur 1 Monat kostenlos abzwacken wollt, dann könnt ihr es ganz easy in dem Kundenprofil wieder beenden, euer Abo. Und zu dem Gratismonat gibt es auch noch ein kleines Geschenkchen für euer Schnuffi. Also, mit meinem Gutscheincode LUMELOWU spart ihr den ersten Monat bei Spielzeugkiste.de komplett umsonst. Und es gibt noch ein kleines Geschenkchen obendrauf. Guckt mal auf die Seite rum, Flo und ich waren schon beim Auswählen der Spielzeuge voll begeistert, was da wirklich für eine Riesenauswahl ist, die natürlich auch immer wieder wechselt, weil ja immer wieder neue Sachen dazukommen. Und ich finde es eine coole Idee, ich stehe da voll dahinter, guckt mal auf der Seite vorbei und wir freuen uns total, dass wir die Spielzeugkiste jetzt auch an und mit Luna testen wollen. Und wie man auch jetzt gerade in dem Fische-Angeln-Spiel gesehen hat, schlägt hier im Hause Lumelowu ein wie eine Bombe. Stepping out, it's Friday night, how I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we won't mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. Sauer. Was ist denn das? Eine? Zitrone. Eine Zitrone? Sag mal Zitrone. So, Zitrone. Nee, andersrum. Zitrone. Ey, super! Ja, dieses Powernapping im Auto hat sie natürlich jetzt nochmal aufgedreht. Wir haben 7:30. Ich lasse jetzt noch, keine Ahnung, ein Stündchen oder was wach. Ne? Und ich bastle uns eine Guacamole, deswegen hat sie jetzt auch eine Zitrone in der Hand und hat auch schon ein paar Avocado-Stückchen gefuttert und Wienerle. Kartoffeln wollte sie keine, aber sie hat, glaube ich, 3 oder 4 Wienerle gegessen. Und ja, noch eine Breze vorhin in den Arkaden und allerhand andere Sachen. Das habt ihr ja gesehen, die Luna war nur zum Futtern in den Arkaden. Und einen Stinger hast du auch drinnen? Ja. Den müssen wir rausmachen. Das soll der Papa machen. Was trinkst denn du da? Apfelschorle. Apfelschorle. So, also. Zum einen, ich glaube, das hat Flo schon weggepackt, hat er sich für 99 Euro voll das coole Set bei Jack & Jones gekauft. Da gab es heute so ein Angebot. Für 99 Euro hat man eine Jeans bekommen, also eine Hose, einen Pulli, eine Boxershort und ein paar Socken. Also 4 Sachen für 99 Euro, das war voll cool, weil eine Hose kostet bei Jack & Jones ja schon 80 Euro ungefähr. Und die haben auch gesagt, naja, wenn die Hose jetzt ein bisschen teurer wird oder was, dass man auf 109 Euro kommt, dann ist es auch noch in Ordnung.
Und dann hat er eben noch für die restlichen, sagen wir jetzt 20 Euro oder 19 Euro einen Pulli, eine Boxershort und Socken bekommen. Fand ich echt voll das coole Angebot. Und Flo hat eh immer Jack & Jones Sachen an und von daher hat es sich für den voll gelohnt. Und ich habe mir im H&M für 49,95 oder was die kosten, oder für 49,99 so eine ganz normale blaue Jeans mitgenommen. So eine Shaping. Ich habe da immer die aus der Shaping-Abteilung. die ist halt so skinny, aber regular waist geschnitten. Wenn man ein Baby bekommen hat, glaube ich, kann man einfach keine Low Waist mehr anziehen. Also zumindest schaffe ich das figurmäßig wahrscheinlich nie mehr. und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ich habe eh wieder eine neue Jeans gebraucht, schon allein für die Arbeit. Aber ich finde die eigentlich ganz schön, auch so zum Weggehen. Flo hat sich bei H&M einen Pulli mitgenommen und das ist vom Stoff her oder sag ich jetzt mal von diesem Muster her, von dieser Strickart her, ein bisschen was anderes an ihm. Es sieht aber voll schön aus. Flo muss ja auch immer ein bisschen schicker auf Arbeit gehen. Und der ist aber, denke ich, auch so für normale Zuhause, sage ich jetzt mal, geeignet, aber schon auch für die Arbeit. Ein schwarzer Strickpulli. Der hat jetzt schon alle Preisetiketten abgemacht, dieser fleißige Kerl. Deswegen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie viel der Pulli gekostet hat. Diesen kleinen Haarreif habe ich für Luna mitgenommen, auch von H&M für 4,99 weil wir so Weihnachtsbilder machen wollen, so Family-Bilder halt eben auch. Und da soll sie dann so einen kleinen Haarreif tragen. Wir haben es ihr vorhin schon aufgesetzt und es ist echt total niedlich, wenn sie es aufhat. Aber sie lässt natürlich nicht lange auf. Aber der ist auch noch mit beim H&M reingewandert. Und wir scherzen schon die ganzen letzten Tage mit meinem Bruder und Ali zusammen rum, dass wir an Weihnachten so wie die Griswoods, den Film kennt ja wahrscheinlich jeder, Schöne Bescherung, und den lieben wir, den Film, dass wir auch an Heiligabend oder allgemein an den Weihnachtsfeiertagen in so Weihnachtsoutfits halt rumlaufen, was ist so, Ami-like, sage ich jetzt mal. Und da haben wir die ganze Zeit in den Arkaden gesucht, aber irgendwie war nicht wirklich was Cooles dabei, auch wenn H&M auch schon so Weihnachtsklamotten hatte, aber da war irgendwie, Und ich wollte auf jeden Fall noch in C&A rüber, weil ich für Lunas noch ein paar Bodies von C&A kaufen wollte, und das sind wir jetzt tatsächlich im letzten Geschäft echt fündig geworden mit so lustigen Weihnachtsoutfits und haben uns da was mitgenommen. Flo hat sich einen roten Strickpullover mitgenommen mit so einem Elch drauf, der so eine Sonnenbrille trägt. Flo hat es im C&A anprobiert und ich habe mich echt totgelacht. Es sieht echt total niedlich aus, wenn er das anhat. Ich denke mal, Heiligabend wird man das nicht tragen, sondern eher so am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn wir ja dann alle zusammen die Weihnachtsgänse essen, die wir zubereiten. Und weil Heiligabend ziehen wir uns schon ein bisschen schicker an. Ja, aber am ersten Weihnachtsfeiertag wird Flo diesen mega coolen Pulli tragen. Und dass wir natürlich quasi die ganze Lumello-Bande passend sind, habe ich mir auch einen roten Pulli gewählt. Und da steht halt eben drauf, ho, 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 mit Pailletten. Ihr wisst ja, ich liebe Glitzy Flitzy. Und da dann noch so eine Bommel. In der Größe S habe ich mir den mitgenommen. In M war er zu schlapprig. Er ist zwar ein bisschen kurz irgendwie geschnitten, aber wenn ich ihn jetzt in M genommen hätte, wäre er einfach irgendwie so zu weit gewesen. Und das fand ich dann irgendwie blöd. Und genau, den habe ich mir mit reingepackt. Der hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Also er war echt nicht teuer für diesen Spaß, den wir uns jetzt gegönnt haben. Und dass der kleine Moggi natürlich auch zu uns passt und ebenfalls auch im C&A gefunden, haben wir ihr so ein Oberteilchen mitgenommen. Das hat, glaube ich, 9 Euro oder so gekostet. Und ja, ist eben so im Weihnachtsstyle bedruckt. Und hier guckt noch so ein kleiner Lebkuchenmann raus, auch mit Glitzer. Total niedlich. Größe 92 trägt Luna ja momentan. Und ich habe daheim noch eine schwarze Leggings für sie. Und das wird dann eben ihr Weihnachtsoutfit werden, dass sie da farblich passend zu ihrer Mama und zu ihrem Papa passt. Und ebenfalls aus der Weihnachtsabteilung, Kinderabteilung, Weihnachtslook, habe ich ihr das. Ich meine, es wird wahrscheinlich wieder nicht bei dieser kleinen Bambeliese lange weiß bleiben, aber ich fand es total schön. Es ist ein weißes Oberteil und hat so goldene Glitzersternchen drauf gedruckt und so eine Schleife hier. Fand ich auch schön, habe sie mit eingepackt. Und passend dazu habe ich ihr dann noch so eine Hose mitgenommen, also eine rote Hose. Und da sind so kleine Pinguine drauf, die eben auch diesen glitzernden Weihnachtsstern in der Hand haben. Und dann passt es halt schön, ne? Die Glitzersternchen von hier mit der Glitzersternchen auf der Legging. Passend dazu, die ist ganz schön dick, also die ist auch echt cool dann für nach Weihnachten. Die ist innen drinnen richtig schön flauschig gefüttert. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat, weil Flo ja schon die ganzen Preise weggemacht hat. Aber ja,
So viel zum Weihnachtsoutfit. Und dann war ich ja eben noch auf der Suche. Ihr wisst ja, ich will diesen Winter Luna noch mit Bodies rumrennen lassen. Einfach, dass sie halt schön warm eingepackt ist. Ab nächstes Jahr gibt es dann Unterhose und Unterhemd. Und ich habe irgendwie noch ein paar Bodies gebraucht. Und H&M-Bodies finde ich irgendwie überhaupt nicht mehr cool. Die sind vom Stoff her so dünn. Und die von Baby Club, also halt dieser Marke von C&A, die finde ich vom Stoff her schön. Und die halten auch 60 Grad Wäsche aus. Die halten auch einen Trocknergang aus. Und da habe ich hier so ein Dreier-Set mitgenommen. Das hat 9 Euro gekostet. Also ist mir jeder Body auf 3 Euro gekommen. Finde ich mega cool. Nicht zum Knöpfen, sondern halt hier so zum Schulterschlüpfen. Einmal mit einem rosanen Herzchen drauf. Einmal gestreift. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Aber die Bodies sieht man eh nicht, weil Luna ja immer ein Oberteilchen drüber hat. Und der letzte von dem Dreierpack ist rosa und hat weiße Herzchen drauf geprintet. Und den habe ich noch aus so einer Gruschel-Wuschel-Schütte da bei C&A gefunden. Da hat einer 3,50 Euro gekostet. Ja, mit Herzchen drauf geprintet. Und der letzte hat so einen kleinen Fuchs drauf. Sleeping Cutie steht da noch mit drauf. Und jetzt haben wir wieder 5 neue Bodies. Und dann komme ich mit dem Waschen nicht so ins Huddeln, weil Luna hat gar nicht so viele Bodies in 92. Und sie ist ja schon so ein kleiner Kleckeraffe. Ihr wisst es ja aus den Videos. Oder manchmal ist auch am nächsten Morgen dann. Ich ziehe Luna nämlich immer abends den frischen Body an, um mir früh dann Zeit zu sparen. Aber manchmal ist leider die Windel durchgepieselt und dann muss ich ihr doch früh nochmal einen neuen Body anziehen. Und dann bin ich da immer ein bisschen so mit dem Waschen ins Huddeln gekommen. Und dann habe ich noch bei C&A so kleine Söckchen, also so kleine Stoppersöckchen, auch im Weihnachtsdesign mitgenommen. Sei mal nicht so laut, ich will doch hier was erzählen. Und die sind auch ein bisschen dicker vom Stoff, da haben wir eh welche gebraucht, wenn es jetzt ein bisschen kälter wird. Auch eben für die Krippe, da hat Luna ja keine Hausschuhe an, die zieht sie sich immer aus, deswegen ziehe ich ihr immer nur so Stoppersocken an. Und die sind halt, ja, das ist jetzt nicht so weihnachtlich, aber hier ist noch ein weihnachtliches Muster mit so einem, passend zu dieser Hose. Ah, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja perfekt. Hallo? Die habe ich auch noch mitgenommen. Und dann waren wir noch bei Depot, weil ich ein bisschen Weihnachtsdeko kaufen wollte. Aber da habe ich jetzt nicht wirklich so was mega cooles gefunden. Ja, das Einzige, was ich so degomäßig bei Depot gefunden habe, war zum einen dieses süße Bambi hier. Das kommt auf den Tisch. Als Weihnachtsdeko eben zusammen mit diesen schönen Kerzenhaltern, also so Stumpenkerzenhaltern, wobei mir jetzt auch der auffallen ist, dass der irgendwie ein bisschen schief ist. Aber naja, vielleicht kann mir Flo da irgendwas drunter basteln, der ist ja immer so ein guter Bastler. Da kommen auf jeden Fall halt 2 so Stumpenkerzen drauf und dann halt eben noch dieses Rehlein. Und dann habe ich mir noch so ein Zweierpack kleine Bäumchen mitgenommen. 3,99 hat da ein Pack gekostet. Da werde ich auf jeden Fall irgendeine Weihnachtsdeko draus basteln. Und Flo hat 12 so kleine Schieferplatten gekauft. 1,99 hat das so ein Zweierpack gekostet. Ihr habt ja vielleicht in dem anderen Vlog schon gesehen, dass er so längliche Schieferplatten auch gekauft hat für eins unserer Hauptgerichte, was es an Heiligabend geben wird. Und das hier hat er für seinen Starter, also für seinen Gruß aus der Küche, gekauft. Wer mir auf Instagram folgt, auch gesehen, wie das aussehen soll. Das ist so eine Zucchini und das sind dann so Garnelen und Knoblauchsoße und so. Also ich habe es probiert, total fein. Flo hat da ja auch voll die Geduld, sowas immer schön anzurichten. Und da hat er jetzt noch welche mitgenommen, einfach, dass es halt stimmig ist von den Tellern her, sage ich jetzt mal, zu seinem Hauptgang, was ja Lamm sein wird, unter anderem an Heiligabend. Und das war's. Den Rest haben wir fürs Parkhaus ausgegeben. Und für Essen. Wir haben uns so ein Pizzastück noch geholt unterwegs. Mama, genau. Und das war's. Die Luna ist total aufgedreht und es ist 20.10 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, restliche Weihnachtsdeko, was mir jetzt dann noch ein bisschen so einfällt, was ich vielleicht noch haben möchte, weil ich es eben ein bisschen austauschen möchte. Das muss ich mal gucken. Vielleicht fahre ich mit meiner Mama noch mal los. Ein bisschen so Christmas-Shopping. In den Möbelhäusern gibt es ja auch mal ganz tolle Sachen. Oder... keine Ahnung, ich schau mal bei Kick oder bei Teddy oder so. Die haben ja eigentlich auch immer ganz schöne Sachen und relativ günstig. Morgen sind wir schon wieder ab 10 Uhr auf einem Frühshoppen hier in der Nachbarschaft eingeladen. Die liebe Ötti hat Geburtstag hatte Geburtstag und hat zu einem Weißwurst-Frühshoppen mit Glühwein und so eingeladen. Da freue ich mich schon ultra. Allerdings 10 Uhr. Da müssen wir uns früh ganz schön huddeln oder zumindest können wir nicht so viel chillen, wie wir sonntags eigentlich immer chillen. Aber für die Katrin kann man das schon mal machen. Das ist nämlich echt eine Mega-Liebe. Genau, was machen jetzt Flo und Luna schon wieder? Die Luna mag zurzeit manchmal
so aufs Töpfchen gehen. Hey, was machst denn du, ein Wissi? Auf dem Klo? Ja. Bist du wohl schon so eine große Mausi? Sie macht halt immer nur so, als würde sie ein Wissi machen. Aber wir machen dann auch so, als würde das stimmen, einfach um das schon mal ein bisschen so mit ihr zu üben. Hey, super gemacht. Dann darf sie halt auch runterspülen und das ist für sie dann total das Highlight. So, hier schaut es schon ein bisschen aus wieder. Ne? Die ist heimgekommen und hat erstmal alles, was sie hat, ich sag's euch, auf den Boden geworfen. Ja, jetzt kuscheln wir uns noch zu dritt ein bisschen aufs Sofa, aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern und dann werde ich mich mit ihr hinlegen, in der Hoffnung, dass sie dann trotzdem schnell einschläft, auch wenn sie jetzt so aufgedreht ist. Der ist von der Esskopf. Ja, eine Esskopf. Hieda, la 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 la. So, wir drei, seht ja, die Lumelu-Bande hat sich aufs Sofa verkrochen. Und ja, wir genießen jetzt noch den Abend, beziehungsweise für Luna geht es jetzt dann gleich ins Bett. Und dann machen Flo und ich uns noch was zu essen und genießen unsere Guacamole. Und ich habe noch bei so einem türkischen Stand in den Arkaden ein bisschen Meeresfrüchtesalat mitgenommen. Und dann basteln wir uns noch einen Salat und dann kommen die Meeresfrüchte drüber. Ne? Und später gibt es dann noch ein bisschen ja, Guacamole und Rotwein. Genau. Und morgen, ach stimmt, es kommt ja auch Charlie und die Schokoladenfabrik. Und morgen, ja, ist ein Sonntag und es ist für uns ein Family-Tag und deswegen bleibt da die Kamera aus. Also das nächste Mal werfen wir unsere Kamera am Montag wieder an. So, also, dann sagen wir wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Flo,